Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir mal euch unsere kleine Bestellung zeigen, was wir hier bestellt haben. Das sind drei Kartons von My Palm Shop. Da haben wir schon öfters jetzt bestellt und waren eigentlich immer zufrieden damit. Und was da drin ist, das werden wir jetzt gleich mal zusammen auspacken. So, fangen wir mal an. Jetzt. Oder doch lieber das? Gleich Material für die Bananen zum Einpacken. Wenn man es mit Stroh macht. Und ich sehe schon, was es ist. Ich auch. Mal gucken, wenn wir hier anfangen, wo hier Enten sind. Vielleicht seht ihr das auch schon, was es ist. Also die sind auch immer sehr schön eingepackt bei My Palm Shop. Nee, hängt noch was hier? Machen wir doch nochmal hier oben den. Nummer 1. Stellen das Ganze mal einfach hier ein bisschen aufgereiht hin. Weiter. Was haben wir da Schönes? Oh, sieht ja irgendwie alles gleich aus. Jetzt muss ich bestimmt von hier drüben noch mal gucken. Und habt ihr schon erraten, was es ist? Richtig, es ist Baumfarn. In welcher Baumfarn? Ja, welcher ist denn das? Kannst du das sagen? Ja, Dicksonia Antarctica. Genau. Dicksonia Antarctica. Insgesamt 6 Pflanzen. Ich mache mit hier dazu. Und das nochmal genauer. Ich finde, sehen alle Pflanzen schön aus. Folie packen wir dann aus gleich. Oh, das ist der Baumfarn. Das sind alles kleine Pflanzen, aber die wachsen ja auch. War zum super Preis drin, da konnte ich nicht anders. Pro Pflanze 9 Euro. Und ich finde, für die Größe ist das top, wenn man überlegt, was man manchmal im Laden bezahlt. So, dann gehen wir mal an das nächste Paket. Das müssten wir hier von. Wie öffnen wir das? Hier oben, ne? Da drin sein. Was sieht das hier aus? Apfel,
Einmal Pappe bestellt. Oh. Und noch was, wie das Ganze aus? Was ist denn das? Ich weiß es. Habt ihr das erkannt? Sicherlich. Ganz viele kleine Morellis. Wobei, so klein sind sie gar nicht mehr, finde ich. Haben schon eine schöne Größe eigentlich. Ja, ein bisschen vorsichtig. Das ist wirklich gut und sicher verpackt. Die müssen dann natürlich alle noch so ein bisschen geguckt werden, gegebenenfalls umgetopft werden dann im nächsten Jahr, weil ihr seht es ja, die sind sehr schief im Topf. Aber die werden ja bestimmt einige auch ausgepflanzt werden. Aber erst im nächsten Jahr, wenn kein Frost mehr ist, weil die vertragen ja keinen Frost. Wie viele haben wir da? So viele? Brauchen wir doch noch mal das Messer? Also ich würde mal tippen, 6 Stück. Bist du dir da sicher? Die jetzt so rauskriegen. Und noch eine. Hier brauchen wir doch noch mal das Messer. Weil nichts kaputt roppen. Alle eigentlich schon eine richtig schöne Größe und die wachsen ja dann schnell. Sobald die Sonne nächstes Jahr wieder rauskommt, schießen die richtig in die Höhe. Und wie viel hast du jetzt dafür bezahlt? Pro Pflanze 10 Euro. Weil das wenn man, ist gut. Eine kostet 16,95 eigentlich. Wenn man 3 Stück nimmt, zahlt man 13 Euro pro Stück und ab 5 Stück zahlt man nur 10 Euro pro Stück. Aber das war jetzt, genau, das war jetzt das Angebot, was es jetzt gab. Das gibt es natürlich, glaube ich, nicht immer. Aber das haben wir dann gleich mal genutzt. Ja. So, und dann haben wir jetzt noch ein großes Paket. Ehrlich gesagt kann ich euch gerade selber auch nicht sagen, was da drin ist, weil ich es wieder vergessen habe. Aber nur gut, dass ich es noch weiß. Ja, du hast es ja auch bestellt, und nicht ich. Ich denke mal, ich kann es mir da wegpacken, hoffe ich jedenfalls. Eine Palme. Und was für eine Palme? Das weiß ich nicht. Eine Palme. Gleich mal hier die Ecke. Sie ist auf jeden Fall größer wie ich. Oder als ich.
Wer weiß, was es für eine ist? Keiner. Keiner. Doch, das bin ich mir sicher, das weiß jemand. Pack's mal kurz weiter aus, bevor ich es dann sage. Aber ich muss sagen, bisher, das, was wir jetzt ausgepackt haben, qualitätsmäßig, sieht alles gut aus. Ja. Also bisher, wie gesagt, hatten wir bei My Palm Shop eigentlich immer nur Top-Ware. Da kann man nicht mehr kommen. Die Folie von den anderen Töpfen kommt natürlich dann auch noch ab. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir die jetzt so stehen lassen. Nein, die kommt ab und die Pflanzen kommen auch rein, weil es ist ja jetzt schon kalt. Aber einfach, um es euch zu zeigen, haben wir sie jetzt hier draußen aufgereiht. Ihr seht, dadurch, dass das halt auch liegt, das Paket, ist die Erde ein bisschen aufgekruppert. Aber durch die Folie hält die Erde doch schon gut im Topf. Genau. So, was ist das jetzt für eine? Die Dreieckspalme. Ach ja, stimmt. Fällt mir auch gerade nicht dieser lateinische Begriff dafür ein. Aber den können wir ja in die Beschreibung dann reintun, den Begriff. Ja, hat einen schönen Stamm. Sieht man auch typisch, ne? Hier unten am Stamm, wie ein Dreieck. Ja. Also ich hoffe, ihr könnt es gerade sehen auf der Kamera. Dass es dieser typische dreieckige Stamm ist. Und die schönen langen Wedel. Hier kommt auch gerade ein neuer nach, der sich bald öffnet dann. Ist noch sehr klein. Ansonsten nochmal alles. Die Dicksonia Antarctica. Die haben alle eine Größe zwischen 60 und 80 cm. Hier vorne die Tops. Morellis. Und hier die Dreieckspalme. Ja, das war's auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann seht ihr auch mal, wie so die Qualität von My Palm Shop ist. Natürlich ist klar, dass sie hier bei den Morellis die Blätter abschneiden müssen, ne? Wegen Transport. Das lässt sich schon alles ganz schlecht verpacken, aber das macht der Morelli ja eh nichts. Das macht man ja sowieso im Winter auch, wenn man die jetzt überwintert. Kühl, dass man da die Blätter abschneidet. Ja, ansonsten, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr, weil es kommt bald noch eine Lieferung. Es kommen mehrere Lieferungen. Ja. Also morgen kommt über Spedition noch was und ich habe bei Palmmann noch bestellt, aber das dauert noch ein bisschen, weil die Temperaturen gerade so niedrig sind bei uns und da liefern die nicht aus. Das ist halt auch immer schön, die können, also man kann natürlich so ein Heatpack dazu bestellen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wie die Temperaturen dann so sind die nächsten Tage. Aber dann kommt es halt erst nächstes Jahr. Also das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber die Spedition wird morgen nochmal sehr interessant. Da kommt dann nochmal ein Video rein von uns. Ja. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Und Daumen nach oben. Tschüssi.